zur zweiten 7-Meter-Ausgabe in der Saison 2016-2017. Und später in der Sendung haben wir noch ein Porträt über den neuen TVB-Trainer Markus Bauer. Wir starten aber natürlich mit den Zusammenfassungen des Spieltags. Und da schauen wir zurück aufs Wochenende, der zweite Spieltag in der DKB-Handball-Bundesliga. Am Wochenende standen 7 Partien des zweiten Spieltags an. Die HSG Wetzlar nahm den Schwung vom Sieg gegen Kiel mit und besiegte auswärts die HBW Baarling bei Stetten mit 26-22. Die MT Melsung musste sich nach Coburg auch dem zweiten Aufsteiger geschlagen geben. Der HC Erlangen gewann 29-25 und sammelt damit die ersten Punkte. Richtig gut aufgelegt zeigte sich die SG Flensburg-Handewitt, die bei der TSV Hannover-Burgdorf deutlich mit 20-35 gewann. Der THW Kiel fand im Duell der Traditionsvereine gegen den TBV Lemgo wieder zurück in die Erfolgsspur. 34-23 hieß es am Ende für die Zebras. Im spannenden Ostduell zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DAFK Leipzig gab es keinen Sieger. 21-21 unentschieden. Der Bergische HC unterlag im Derby zu Hause deutlich dem VfL Gummersbach mit 25-34. Und Aufsteiger TSV GWD Minden musste sich in eigener Halle frisch auf Göppingen mit 25-32 geschlagen geben. Der dritte Spieltag in der Saison war ein Mittwochspieltag in dieser Woche und natürlich schauen wir auch dort auf die Zusammenfassung und geben euch noch mal einen kleinen Blick auf die Tabelle. Ein Topspiel stand an, es knisterte in Flensburg. Zu Gast in der Flens Arena war der SC Magdeburg. Zuletzt trafen sich beide Teams im Finale des Rewe Final Four. Die Magdeburger, bislang mit einem schwachen Saisonstart, drehten von Beginn an voll auf. Matthias Musche mit dem 3:6 nach 10 Minuten. Flensburgs Trainer Vranjes versuchte sein Team mit einer frühen Auszeit zu wecken, doch es änderte sich zunächst nichts. Magdeburg behauptete die 3-Tore-Führung bis zur Halbzeit. Mit einem 10:13 ging es in die Kabinen. Zweite Hälfte, gleiches Bild. Flensburg mit schwachem Abschluss, den der SC umgehend für sich ausnutzte. Es schien, als könnte Magdeburg den Vorsprung behaupten. Dann begann jedoch das SG-Dauerfeuer. Angeführt von einem starken Lasse Sworn kam die SG Flensburg-Handewitt zurück. 23:23, die Partie war wieder auf Null gestellt. Keine der beiden Mannschaften konnte sich anschließend entscheidend absetzen. Die Entscheidung brachte letztlich ein 7-Meter. Kurz vor Schluss behielt Flensburgs Mahé die Nerven und sicherte seinem Team den dritten Sieg im dritten Spiel. Weiter ging es mit dem ersten Saisonsieg für den TBV Lemgo, der nach langer und teilweise deutlicher Führung in den Schlussminuten nochmal ins Wanken geriet. Es reichte aber schließlich für die ersten beiden Punkte. 28-27 für den TBV gegen Erlangen. Der frischgebackene Club-Weltmeister aus Berlin überzeugte in der Partie gegen Aufsteiger TSV GWD Minden auf ganzer Linie. 36-26 für die Füchse. Matthias Zachisson traf dabei 9-mal. Mit dem TVB Stuttgart und dem Bergischen HC trafen zwei Teams mit dem gleichen Ziel aufeinander: Klassenerhalt. In einem vom Kampf geprägten Spiel setzten sich am Ende die Stuttgarter mit 26-24 durch. Die Saisonstarts von Melsungen und den Löwen könnten nicht unterschiedlicher sein. 0:6 Punkte für die MT, 6:0 dafür für die Löwen, die sich mit 26:30 gegen die Mannschaft von Trainer Michael Roth durchsetzen konnten. Außerdem gewann der VfL Gummersbach mit 31:27 beim HSC 2000 Coburg und Hannover bezwang Leipzig mit 23:25. In der Tabelle liegen damit Flensburg, die Löwen und Gummersbach ohne Punktverlust vorn, dahinter der THW Kiel auf Platz 4. Erlangen, Coburg und Minden mit jeweils 2:4 Punkten im Mittelfeld und Baarlingen, die MT Melsungen und der Bergische HC ohne Punkte auf den letzten Rängen. Deutscher Meister, DHB-Pokalsieger, zweimal Handballer des Jahres, Europameister und Weltmeister. Die Liste von Markus Bauers Erfolgen ist richtig, richtig lang und das soll am besten so weitergehen. Seit 2007 ist er im Trainergeschäft unterwegs und hat mit den Kadetten Schaffhausen schon die ersten Titel in der Schweiz gewonnen. Wir konnten ihn treffen und mit ihm über seine neue Herausforderung beim TVB Stuttgart sprechen. Das ist unser Porträt über Markus Bauer.
Markus Bauer und sein Team in der Scharena. Mannschaftstraining mit dem TVB Stuttgart, wo Bauer jetzt in seine erste Saison geht. Der Weltmeister von 2007 ist seit mehreren Jahren im Trainergeschäft. Stationen waren unter anderem der TBV Lemgo, der TuS N Lübbecke und zuletzt die Kadetten Schaffhausen, die er zeitgleich mit den DHB-Junioren trainierte. Für die Verantwortlichen beim TVB war der sportliche Faktor natürlich der entscheidende bei der Verpflichtung von Bauer. Aber er hilft dem Verein auch an anderer Stelle. Nicht nur Markus Bauer, sondern auch Johannes Bitter, Mimi Kraus sind für uns natürlich in erster Linie alles sportliche Verpflichtungen. Aber in zweiter Linie müssen wir in Stuttgart einfach auch für Aufmerksamkeit sorgen. Und das haben wir bei der ganzen Berichterstattung um die Verpflichtungen und auch jetzt im Vorfeld der Saison gemerkt, dass uns das einfach gut tut, dass wir mehr Leute sich für uns interessieren. Und das ist essentiell wichtig für uns, um hier wirklich Fuß zu fassen und unser großes Ziel, uns in der Liga zu etablieren, auch zu erreichen. Neben dem TVB ist Bauer auch weiterhin Trainer der DHB-Junioren, wurde mit ihnen sogar gerade Vize-Europameister. Deswegen gab es wenig Eingewöhnungszeit in Stuttgart. Für den 45-Jährigen war das aber kein Problem. Ja klar, habe ich das relativ schnell geschafft. Das ist ja auch das gleiche Bundesland, also von dem her war das jetzt so eine große Umstellung für mich nicht. Ich kenne auch Stuttgart schon ein bisschen länger habe mich natürlich nach dem Medaillengewinn bei der EM gefreut und hatte dann auch wirklich nicht viel zu hadern und konnte dann gleich zwei Tage später hier wieder starten und antreten. Habe eine schöne Wohnung gefunden und alles ist gut. Schorsch, wie Bauer auch genannt wird, ist mit seinem Sohn Mika nach Stuttgart gezogen. Wir treffen die beiden nach dem Training in der Sprungbude, einer Trampolinhalle. Der Sohn tobt sich aus, der Vater schaut zu und gibt Tipps. Die Trainerrolle liegt ihm. Und er ist überzeugt, der TVB ist ein spannendes Projekt. Ja, es ist ein sehr junger Verein, trotzdem mit viel Tradition. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ist so, dass der TV Bittenfeld eben eine lange Tradition hat, von Grund auf Stück für Stück nach oben gewachsen ist und dann aber für sich gesagt hat, ganz alleine wird es ziemlich schwer. Wir versuchen, die Stadt Stuttgart mit ins Boot zu nehmen. Jetzt ist das Ganze quasi als TVB Stuttgart in der Bundesliga unterwegs, was sicherlich eine richtig gute Möglichkeit ist. Das ist klar, jetzt die ersten Jahre wird schwer, aber dann ist es ein richtig schönes Projekt. Deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, das nach vorne zu treiben. In seiner Mannschaft trifft Bauer auf zwei alte Bekannte, Mimi Kraus und Yogi Bitter. Alle drei waren sie in der Weltmeistermannschaft 2007. Jetzt ist die Konstellation anders und die Rollen sind klar verteilt. Die Erinnerungen aber bleiben. Nein, da wird natürlich viel rumgeflaxt. Yogi und ich, wir hatten eine gemeinsame Zeit in Hamburg, Markus und ich in Lemgo und auch in der Nationalmannschaft. Deshalb gibt es da viele alte Geschichten, die dann wirklich alle zum Schmunzeln bringen, sag ich es mal so. Dass eine Verbindung da ist, das brauchen wir ja nicht abstreiten, aber wenn wir auf dem Training sind oder auf dem Spielfeld, dann ist es schon so, dass die eben noch spielen und ich jetzt nicht mehr spiele und der Trainer bin. Deswegen haben wir da eine gute Basis, denke ich, gefunden, wie wir zusammenarbeiten. Und das andere, was wir erreicht haben, das lassen wir nicht außen vor. Aber wenn es um die Arbeit jetzt hier geht, dann wissen Sie schon, wer der Trainer ist. Der Trainer ist Markus Bauer. Und ob in der Trampolinhalle oder auf dem Handballfeld, er ist bereit für die Herausforderung in Stuttgart. In der Emshalle trafen am Wochenende der TV Emstetten und der TuS Essen aufeinander. Mehr als 900 Zuschauer sahen ein intensives Spiel und ihr seht die Zusammenfassung bei uns. Derbyzeit im Westen. Sehenswerte Treffer inklusive. Emstettens Odur Gretason mit dem 3:3 nach 10 Minuten. Der TuS Essen legte Mitte der ersten Halbzeit ein Zwischenspurt ein und setzte sich auf 4 Tore ab. Der TVE ließ aber nicht abreißen, kämpfte sich bis zur Halbzeit zurück. Adams mit dem 12:12 Pausenstand. Den besseren Start in Halbzeit 2 erwischten dann die Gäste aus Essen, die sich ein 3-Tore-Polster herausspielten. Doch Emstetten bewies erneut Rückkehrerqualitäten. Die Gastgeber glichen nicht nur aus, sondern lagen sogar 8 Minuten vor Ende in Führung. In einer torarmen Schlussphase blieb es spannend. Der Tusem zog immer wieder nach und letztlich endete das Derby zwischen Emstetten und Essen mit einem gerechten 23:23 Unentschieden. Nach 3 Spieltagen liegen Friesenheim, Bietigheim und Bad Schwartau auf den Aufstiegsplätzen.
Absteiger Lübbecke belegt Rang 6. Die zweite Hälfte führt Nordhornlingen an. Im Tabellenkeller befinden sich Ferndorf, Rostock, Emstetten und Wilhelmshaven. Bis zu unserer nächsten 7-Meter-Ausgabe könnt ihr gleich 5 Spiele live mitverfolgen. Das sind die Übertragungstermine für die nächste Woche. Am Samstag gibt's das Topspiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt live auf Sport 1. Ab 17 Uhr solltet ihr einschalten. Am Sonntag empfängt der SC Magdeburg den TBV Lemgo. Das Spiel gibt's auf thezone.com. Im Anschluss dann die TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar auf tv.sport1.de. Am Mittwoch wieder Live-Handball im Free-TV, die SG Flensburg-Handewitt gegen die MT Melsung um 18.55 Uhr auf Sport 1. Und online auf tv.sport1.de frisch auf Göppingen gegen die HBW Balingen-Wallstätten ab 20.10 Uhr. Mit diesen TV-Tipps verabschieden wir uns aus der 7-Meter-Woche und weiter geht es in den nächsten Wochen. Es liegen spannende Zeiten in der Liga vor uns und alle Infos dazu gibt es immer bei uns, jeden Donnerstag um 19 Uhr bei 7 Meter. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut.